Da sehen wir die Kerle. Das sind hier die kriminellen Drogenhändler. SEK ist da. Das heißt, wir können einen Zugriff machen. So, nehmen Sie mal alle die Hände hoch, Kollegen. Kollegen, Waffe weg! Hey Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von GTA 5 LSPDFA. Heute sind wir mal als Kriminalpolizei unterwegs, wie ihr schon sehen könnt. Also so ein bisschen zivil, wir führen ein paar Ermittlungen. Und ich würde sagen, Kollegen, seid nicht zu traurig, aber wir müssen jetzt auch mal langsam los auf Streife und auf ein paar Einsätze warten. Ich weiß, das gehört jetzt nicht wirklich zur Arbeit der Kriminalpolizei. Allerdings sind hier gerade in 400 Meter Entfernung Kollegen von uns. Diese benötigen aktuell Verstärkung bei einer Verkehrskontrolle. Und ich sag mal so, wir rücken jetzt einfach mal an, weil die sind wirklich ziemlich nah bei uns. Da helfen wir denen jetzt einfach mal, bevor die irgendwie 5 Stunden auf Verstärkung warten müssen, sind wir natürlich jetzt erstmal direkt zur Stelle. So, hier ist das Ganze. Ja, da vorne sehen wir sie schon. Gut, die halten aktuell ein Fahrzeug an und brauchen, wie gesagt, Verstärkung dabei. Gucken wir uns das Ganze mal an. So, moin Kollege. Ich bin da. Alles gut. So. Alles klar, das Fahrzeug fährt weg. Okay, gut. Ja, da hattest du auf jeden Fall den richtigen Riecher, der hat irgendwas zu verbergen. So, Kollege, heften wir uns mal an den ran. Alles klar, der flieht relativ schnell. Wir sind natürlich hier im VW B8 unterwegs, also da sollten wir den einholen. Gut, der fährt jetzt eh gegen irgendwas. Brauchen wir einmal über die Verstärkung nochmal? Oh, 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 oh. Okay, komm, den kriegen wir. Verstärkung ist auf jeden Fall angefordert, sollte dann gleich hier auch eintreffen. Bis dahin verfolgen wir. Boah, ey, was macht der hier für Manöver? Fährt jetzt hier da. Ja gut, der probiert uns jetzt durch irgendwelche Ausweichtricks noch ja, ein bisschen zu verwirren, aber das kriegt er nicht hin. Die Kollegen sind hier relativ schnell auch da und boah, die fahren den auch relativ aggressiv an eigentlich. Wir können dann mal direkt hier ja eine Straßensperre anfordern. Ja gut, das ist ein bisschen schlecht bei seinem Manöver, aber Straßensperre ist dann hiermit angefordert. Ja, bringt nichts, okay. Ja, das Problem natürlich bei Straßensperren ist immer, da braucht es einige Zeit, bis die aufgebaut ist und man weiß natürlich auch nicht, wo der als nächstes hinfährt. Deswegen, ja, wenn er jetzt auf... Boah, okay. Der fährt echt nicht gut. Der fährt echt nicht gut. So, dann einmal anhalten. Der Herr, nehmen Sie die Hände hoch. Hände hoch nehmen. Okay, Kollegin, holt ihn euch. Na? Mist, nein, sie wollte ich gar nicht hauen. Tut mir leid, sie waren im Weg. So, nehmen Sie mal die Hände hoch, der Herr. Oh oh, ja Leute, so schnell wird aus einer Verfolgungsjagd im Auto eine zu Fuß. Darauf habe ich aber keinen Bock, ich hole den Dienstwagen. Ja, so regelt man das bei der Polizei. Ich bin ja hier der unsportliche Cop, der immer nur Donuts frisst. Deswegen ab in den Dienstwagen. Ja Leute, so läuft das. Und die Kollegen da hinten, die fahren immer noch im Auto. Die checken wohl nicht, dass der jetzt zu Fuß unterwegs ist. Aber gleich haben wir ihn. Ja. Schneiden wir den Weg ab. Und... jetzt aber mal bitte anhalten. Ja, genau. Super, dass wir auch den Taser haben. Der ist wirklich hilfreich. So, jetzt Hände hochnehmen. Sofort. Jetzt wechseln wir mal auf die, ja, richtige Waffe. Bevor der hier noch irgendwie Faxen macht. Alles klar, Kollege. Dann nimm mal Handschellen. Leg mal Handschellen an. Ja, den Herrn haben wir auf jeden Fall. Der ist ja vor uns quasi geflohen. Deswegen würde ich sagen, ja, durchsuch den mal, Kollege. Der hat auf jeden Fall irgendwas zu verbergen. So. Einfach mal hier in den Taschen gucken, was er so dabei hat. Ah. Ja, also der hatte hier eine Zigarette dabei und ein bisschen Marihuana. Also hatte der Herr wohl auch Drogen dabei und dachte jetzt, komm, dann muss ich vor der Polizei abhauen. Alles klar, in dem Fall würde ich sagen, sie kommen dann erstmal mit zur Wache. Die Kollegen werden sie dann wegbringen. Und ja, wir kümmern uns dann jetzt nochmal um das Fahrzeug vom Täter, sofern das natürlich noch da steht. Weil, ne, ihr wisst Leute, manchmal machen die Kollegen mehr als sie sollen und... ja, deswegen gucken wir einfach mal. Ja, wie ich es vermutet habe, das Fahrzeug vom Tatverdächtigen ist schon weg. Allerdings dafür haben wir hier ein paar schicke Exemplare der Polizei. Ich muss sagen, so oft gehen einfach hier die Dienstfahrzeuge kaputt, weil die Kollegen sich gegenseitig rammen. Guckt euch das mal an. Das sieht nicht mehr schön aus, aber naja, ist nicht unsere Sache. Wir fahren dann jetzt weiter mal auf Streife bzw. warten auf Einsätze für die Kripo. So Leute, wir haben einen weiteren Einsatz bekommen. Dieser ist allerdings, ja, wie ich gerade merke, 5 Kilometer von uns entfernt. Also wir haben hier oben bei der Militärbasis etwa einen Einsatz bekommen. Das heißt, da sind wohl wieder Ermittlungsarbeiten gefragt. Das heißt, wir rücken jetzt erstmal an, so schnell wie es geht. Wie gesagt, Kripo wurde jetzt mal hinzugezogen und ja, dann schauen wir mal, was uns da genau erwartet.
Übrigens, Leute, für die, die es noch nicht bemerkt haben, das hier ist auch schon die 75. Folge LSPDFA. Also es ist wirklich mega krass. Ich habe einfach schon 75 Folgen davon auf diesem Kanal hochgeladen. Ja, aber man muss auch sagen, der Kanal hier besteht ja fast nur aus Polizeimod-Videos oder zum Beispiel manchmal SWAT-Mod. Ja, ansonsten waren ja auch noch oder hatte ich mal eine Zeit lang viele Roleplay-Livestreams gemacht. Das ist jetzt auch wieder so ein bisschen eingeschlafen. Liegt einfach daran, dass ich auf dem Server, wo ich zuletzt gespielt habe, kein Polizist mehr bin. Jetzt bin ich auch auf der Suche nach einem neuen Server, wo ich vielleicht dann auch ein paar Livestreams machen kann. Und ja, mal schauen, dann geht's vielleicht auch demnächst wieder mal los mit ein paar Livestreams. So, 300 Meter haben wir noch, dann ist der Einsatz auch schon da. Ich glaube, ich kann mich sogar erinnern, wir hatten diesen Einsatz schon mal. Allerdings haben wir den nicht ganz, ja, bis zum Ende gemacht, beziehungsweise nicht ganz, wie er gedacht war. Okay, also hier befindet sich das Ganze, alles klar. Na gut, die Kollegen haben ja noch die alte Uniform an, wie ich sehe. So, hier sind auch zwei RTWs. Wo? Alter! Habt ihr den Polizisten da gerade umgefahren? Ey, Kollegen! Aussteigen einmal bitte! Was, nein, du steigst auch aus! Ey! Sofort raus da! Raus da! Hände hochnehmen! Du auch, Hände hoch! Ey, was geht denn hier ab? Nee, also die müssen wir jetzt noch mal ganz kurz festnehmen. Das geht echt nicht. Vor allem, Leute, jetzt ist hier schon so mega krass abgesperrt. Überall RTWs mit Blaulicht und so weiter. Und hier fahren immer noch Leute in uns rein. Was ist denn das bitte? Ja, gut, dann viel Spaß erstmal auf der Wache, ne? Sie werden dann jetzt auch erstmal hiermit abtransportiert. Ey, Leute, was ist das nur wieder? Nee, nee, nee. Ja, also um den Kollegen können sich eigentlich jetzt hier auch mal die Rettungssanitäter kümmern. Wir haben ja hier eigentlich genug. Aber gut, ich würde sagen, wir kümmern uns dann jetzt erstmal um den Einsatz. So, was sehen wir hier? Ein Militärfahrzeug. Alles klar. Okay, das Militär ist anscheinend auch hier involviert. Gut. Moin. Hallo, Sir. Können Sie mir vielleicht erklären, was hier passiert ist? Okay, ich probiere es Ihnen so einfach wie möglich zu erklären. Ja, die Person hinter mir hat probiert, mit dem Truck abzuhauen. Okay, dann wahrscheinlich dieser Post-Truck. Ja, während der Verfolgungsjagd hat er dann einen Militärtruck gerammt, die Kontrolle verloren und ist dann anscheinend hier gegen die Leitplanke gefahren. Okay. Nach der Verhaftung haben wir dann in sein Fahrzeug geguckt und haben da vier illegale Migranten gefunden. Mhm, alles klar. Wie auch immer, du kannst uns helfen, indem du da einmal diese Migranten befragst und nach Informationen eben, ja, Ausschau hältst. Gut, alles klar, werde ich machen. Ich meine sogar, Leute, wir hatten diesen Einsatz mal, haben den allerdings, ja, es gibt hier mehrere Möglichkeiten, wie man diesen Einsatz zu Ende bringt. Und die eine hatten wir noch nicht gespielt, deswegen, so, gucken wir einfach mal, moin. Hallo, können Sie mich verstehen? Verstehen Sie mich? Nee. So, okay, was wollen Sie von mir? Beantworten Sie einfach meine Fragen. Woher kommen Sie? Wir sind von San de Luna. Ja, diese Person da hat uns gesagt, wir bekommen, ja, viel Geld und ein besseres Leben, wenn wir mit ihr fahren, okay? Alles klar, wir sollten nur für ihn arbeiten. Das war der Deal. Okay. Und, wo sind Ihre Ausweispapiere? Er hat sie weggeschmissen und uns neue gegeben. Mhm. Was war denn Ihr Zielort? Wo wollten Sie hin? Ich weiß es nicht. Er hat uns das nie erzählt. Okay. Alles klar. Hallo, können Sie mir vielleicht erzählen, was Ihr Ziel war? Also, wo wollte der Herr mit Ihnen hinfahren? Officer, der Herr hat die ganze Zeit mit jemand anderem telefoniert. Und er hat über ein kleines Camp am Highway geredet. Interessant. Er hat außerdem über einen zweiten Truck geredet und irgendwelche Pflanzen. Gut, Leute, da wird es für uns wirklich interessant. Denn hier sind anscheinend, ja, ist anscheinend irgendeine Plantage vielleicht im Spiel. Ein kleines Camp mit Pflanzen. Das könnte hier wirklich nach so einer, ja, Drogenplantage hört sich das wirklich an. Gut, wir sollen jetzt nochmal hier mit dem FIB-Chef reden. So. Er fragt jetzt, ob es irgendwas Neues gibt und jetzt können wir, das hatten wir beim letzten Mal gemacht und zwar jetzt können wir ihm entweder die Information geben oder wir geben ihm die Information nicht und werden selber als Kriminalpolizei ermitteln. Beim letzten Mal haben wir dem Herrn die Info gegeben, jetzt werden wir ihm diese nicht aushändigen. Also wir geben dem Herrn vom FIB nicht die Info, sondern werden einfach mit unserem Chef nochmal darüber reden. So, wo ist der? Wo ist unser Chef hier? Moin. Ah, da ist er ja. Einer von den Migranten dort hat uns erzählt, ja, hat uns über ein kleines Camp erzählt mit einem zweiten Truck und Pflanzen. Vielleicht ist das irgendeine Marihuana-Plantage oder sowas. Ja, guter Job, Kollege.
Hast du dem FBI-Chef davon erzählt? Nein, habe ich nicht. Gut gemacht, ich hasse diesen arroganten Mistkerl, ja. Alles klar. Also, anscheinend bin ich nicht der Einzige, der den FIB-Chef da hinten nicht mag. Ich werde einen weiteren Undercover-Officer informieren und der wird dann auch Ausschau halten. Okay. Alles klar, der Kollege telefoniert jetzt hier erstmal mit einem anderen Undercover-Officer. Cool, gucken wir mal, was rauskommt. So. Okay, wir haben anscheinend was. Fahr zu der markierten Position, der Undercover-Officer wartet dort auf dich. Viel Glück. Gut, alles klar, Chef. Dann geht's los. Also Leute, anscheinend hat einer der Kripo-Kollegen, Mist, der liegt ja immer noch hier. Okay, ja, dann rufen wir hier mal einen anderen Rettungsdienst erstmal hin. Ja, also wie es aussieht, hat einer der anderen Kriminalpolizeibeamten, also ein Kollege hier von uns, doch etwas gefunden. Das heißt, wir werden uns da mal hinbegeben. Das ist doch gar nicht so weit weg. Ist hier in 200 Meter Entfernung tatsächlich. Ja, also das klingt schon mal sehr interessant. Hier ist der Herr. Hier wartet der anscheinend auf uns, der Kollege. Gucken wir mal. Ah ja, da ist er. Moin! Okay, er sagt mir jetzt hier gerade, deren Versteck ist in der Nähe von Paletto Bay. Folge mir einfach. Alles klar, gut. Dann folge ich dir. Können wir einmal alle einsteigen. Ja, der Kollege hat anscheinend schon mal seine Augen so ein bisschen aufgehalten und weiß jetzt ungefähr, wo das Ganze sein könnte. Ich soll ihm jetzt einfach mal folgen. Das heißt, das wird jetzt erstmal eine längere Fahrt werden, je nachdem, wo eben dieses vermeintliche Drogenversteck sein könnte. Okay, Leute, wir haben auch was Erfreuliches. Und zwar, hier kam gerade die Meldung, dass der Kollege, der da vorhin von dem Fahrzeug, angefahren wurde, anscheinend überlebt hat. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Da haben wir noch zur richtigen Zeit den RTW gerufen. Okay, Leute, ich habe so das Gefühl, wir sind langsam da. Denn wir sind jetzt gerade auch schon von der Autobahn runtergefahren. Der Kollege fährt hier auch ziemlich zielstrebig irgendwo hin, ja. Gut, Kollege, gutes Versteck. Da haben wir ja schon die Drogenplantage entdeckt, ne? Hier ist sie. Nein, Spaß, okay. Kollege, dann, sagt er jetzt gerade, wir gehen ein bisschen näher dran. Okay, jetzt holt er seine Waffe raus. Alles klar. Ich bin hinter dir, Kollege. Aber sollten wir nicht das SEK informieren? Vorher. Oder meinst du, das wird alles gut werden? Also, ich hab keine Schutzweste dabei, ne? Kollege. Was ist denn jetzt? Ah, da hinten sehen wir den zweiten Truck. Okay. Oh, oh. Die haben Waffen. Wo bist denn du hin, Kollege? Hast du dich gerade wegteleportiert? So, also. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Diese Personen haben, ja, wahrscheinlich starke Bewaffnung. Ich würde dir empfehlen, ja, das SEK zu holen. Aber es ist deine Entscheidung, ja. Und ich würde auch empfehlen, das SEK zu holen. Damit hätten wir ja schon das Ganze soweit erledigt. SEK wurde gerufen und dann können wir gleich auch den Zugriff machen. Sobald ich das SEK-Team sehen kann, machen wir den Zugriff. Ja, ich guck mir die mal an, vorher noch. Also, ich guck mal hier um die Ecke ein bisschen. Ah, Leute, da sehen wir sie. Da sehen wir die Kerle. Das sind hier die kriminellen Drogenhändler. SEK ist da. Das heißt, wir können einen Zugriff machen. So, nehmen Sie mal alle die Hände hoch, Kollegen. Kollegen, Waffe weg! Ihr Blödsmänner! Okay, das war jetzt die krasseste Beleidigung ever. Nee, Waffe weg! Waffe sofort weg! Mist, ich treffe ja gar nichts, Alter. So. Okay, einer flieht anscheinend. SEK-Team, Zugriff! Sofort ein Zugriff! Holt ihn euch! Holt ihn euch! Ich habe euch nicht umsonst gerufen. Wir haben eine flüchtige Person in dem Fahrzeug. Los. Leute, ich habe ordentlich was abbekommen. Das ist echt krass jetzt. Leute, okay. Wie gesagt, eine Person flieht gerade in dem Fahrzeug. Holen wir sie uns. Da ist er. Okay, wir brauchen sofort einen Helikopter hier, bitte. Einmal Luftunterstützung. Den schnappen wir uns. So. Ja. Oh Gott, wer hier mit Waffengewalt gegen die Polizei vorgeht, der bekommt das natürlich auch zu spüren. So, wir brauchen hier einmal bitte Nagelbänder. Wir brauchen alles. Bitte einmal eine Absperrung nochmal hier auf der Straße da vorne. Vor der Autobahn. Nein. Was ist denn das jetzt? Der Herr, ist das Ihr Ernst? Ist das Ihr Ernst jetzt? Brauchen wir einmal bitte weitere SWAT-Teams nochmal? Oh. Was wird denn das jetzt? Ist das jetzt die neueste Taktik hier? Also Leute, das ist jetzt etwas komisch. Ja, ah, da rennt er. Da hinten rennt er. Okay, Kollegen, holt ihn euch. Oh Mann, Leute. Oh Mann. Also Leute, irgendwie hat das Ganze jetzt komische Ausmaße angenommen. Jetzt fahren hier die Polizisten ins Wasser. Der fährt ins Wasser. Also irgendwas läuft hier gerade gewaltig schief, glaube ich.
Okay, Kollege, dann halt mal bitte an. So. Ja, du bist verhaftet, ne? Ja, da haben wir ihn jetzt, da haben wir ihn. Okay, SEK-Team macht mal den Zugriff. Ihr legt ihn am besten die Handschellen an. Ja, der Herr. Hätten sie sich auch vorher überlegen können, ne? Mit der Polizei ist hier nicht zu spaßen. Da muss man schon mal den Kopf in den Sand stecken, genau. Ja, so macht man das. Alles klar. Person ist festgesetzt. An den Helikopter, vielen Dank für die Unterstützung. An die Kollegen auch. Ich gebe hierbei an euch ab. Bitte den Herrn dann einmal mitnehmen. So, wir haben jetzt nochmal die Aufgabe von der Leitstelle bekommen, die sogenannten Pflanzen zu beobachten. Weil ich muss ja auch sagen, wir haben gerade in dem ganzen Feuergefecht nicht mal wirklich entdeckt, ob da jetzt wirklich eine Plantage ist oder nicht. Deswegen fahren wir da jetzt nochmal schnell zurück und gucken uns das Ganze einfach mal an. Ja, Leute, mit dem Fahrzeug ist man auf jeden Fall geschwind unterwegs auch hier. Und ja, das SEK-Team rückt anscheinend gerade ab. Genau, also vielen Dank nochmal für eure Unterstützung. Hier war das Ganze, ne? Hier war die sogenannte Plantage. Da sehen wir noch, ein paar Personen, die hier von uns angeschossen wurden, beziehungsweise eine Person. Holen wir uns doch nochmal hier einen RTW und nochmal kurz Unterstützung von weiteren Kollegen. Obwohl, brauchen wir jetzt erstmal noch nicht. Gucken wir uns erstmal an, was wir hier auf der Plantage finden. Oh, 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 Leute, was haben wir denn da? Nein, haben wir da etwa wieder aggressive Personen? Aha, Freunde. Endlich habe ich sie gefunden. Die illegale Tannenbaumplantage. Sie sind alle festgenommen dafür, dass sie die Weihnachtsbäume hier illegal anpflanzen. Und entsprechend nehmen sie nun die Hände hoch. Nein, Spaß, Leute. Also, ich denke schon, das sollen hier jetzt erstmal... Ja, soll hier wahrscheinlich Cannabis darstellen. Gute Dame. Haben Sie... Können Sie mir irgendwelche Fragen beantworten noch? Anscheinend nicht, ne? Gute Dame, dann werden wir jetzt erstmal einen Drogentest machen. Und rufen dann jetzt auch erstmal nochmal die Drogenermittlung hier hinzu. Also, die Dame wurde jetzt positiv auf Marihuana und mit Amphetamin getestet. Das heißt, Drogen sind hier auf jeden Fall mehr im Spiel als nur Cannabis. Der Herr, ich teste sie jetzt auch nochmal nach Drogen. Wie gesagt, die spezielle Drogenermittlung der Polizei habe ich jetzt auch nochmal hinzugeholt. Hinzugezogen, sollte dann gleich auch nochmal eintreffen. So eine Tannenbaumplantage wird natürlich nicht unbestraft bleiben, ne? Gut, die Person hat jetzt erstmal keine Drogen konsumiert, allerdings sind sie trotzdem vor dir festgenommen. Es besteht hier der dringende Tatverdacht gegen das Betäubungsmittelstrafgesetz verstoßen zu haben. Und sie, die Dame, sie werden dann auch erstmal festgenommen. Oh Leute, ich höre Schüsse. Ich höre Schüsse. Und die Drogenermittlung ist noch nicht da, aber ich höre Schüsse. Hört ihr das auch? Hier waren gerade auf jeden Fall Schüsse. Na gut, wir müssen uns jetzt aber erstmal um die Person hier drin kümmern. Also wie gesagt, ich habe jetzt die Drogenermittlung angerufen. Kann sein, dass die noch ein bisschen zu tun hat und erst morgen kommt oder sowas. Aber ja, die Personen werden dann jetzt erstmal auch abtransportiert. So, ja, Kollege, dann nimm du die... Lol, hier wird richtig hart geschossen gerade. Ohne Witz. Hier ist irgendwas los. Oh. Und der RTW war immer noch nicht da, oder? Ach nee, ich glaube, die konnten dem einfach nur nicht helfen. Das heißt, wir brauchen hier mal Gerichtsmediziner. Und da müssen wir jetzt ein bisschen mal hier in der näheren Umgebung verteilen. Beziehungsweise ein bisschen mal hier rumfahren. Weil hier waren wirklich gerade krass viele Schüsse. Und ja, Leute, hier sind auf jeden Fall auch ein paar Einschusslöcher noch vom SEK-Einsatz gerade. Ja, Leute, wir führen auf jeden Fall krasse Ermittlungen hier. Da vorne ist jetzt erstmal alles erledigt. Wie gesagt, die Kollegen von der Drogenabteilung wurden darüber in Kenntnis gesetzt. Aber Schüsse konnte man dennoch wahrnehmen. Irgendwo hier oben im Paletto Bay sollte das Ganze sein. Ja, ich weiß echt nicht, von wo die Schüsse jetzt kamen, aber... Na gut, müssen wir mal schauen. So Leute, wir sind jetzt auch schon hier zurück in Los Santos und wir haben auch schon einen kleinen weiteren Auftrag bekommen. Und zwar fährt jetzt hier an uns ein Fahrzeug vorbei, ja, da ist es, dessen Insasse, dessen Fahrzeugführer aktuell gesucht wird. Und zwar wegen einem Überfall mit einer, ja, tödlichen Waffe. Das heißt, er hat anscheinend eine Person überfallen und diese dabei, ja, mit der Waffe umgebracht. Der wird jetzt aktuell noch gesucht, also ist das jetzt ein bisschen risikoreich. Ihr seht auch schon, der hat ein, ja, relativ schnelles Fahrzeug, fährt jetzt auch zum Glück rechts ran, aber... Ja, der will uns das Leben schwer machen, oder? Gut, alles klar. Wir gucken mal, ist ein Insasse, wie ich das jetzt sehen kann. Und ich würde sagen, wir holen uns jetzt erstmal Verstärkung hinzu. Werden den auch dann direkt erstmal festnehmen zu unserer eigenen Sicherheit, weil, ja, der hat ja schon mal Waffengewalt angewendet und deswegen holen wir uns dann jetzt erstmal Verstärkung hinzu. So. Okay, ey. Oh, könnt ihr nicht mal ein bisschen aufpassen? Komm, fahr jetzt an mir vorbei. Fahr jetzt vorbei. Ey, sind die Zivilisten echt so dumm? Ja, der ist auch schon weg. Gut.
Okay, Kollegen, wir führen jetzt hier eine Verhaftung durch. Okay, er haut ab. Gut, der hat's bemerkt. Ich habe nämlich jetzt mehrere Fahrzeuge Verstärkung angefordert. Wir wollten dann quasi direkt eine Verhaftung durchführen, aber er hat's anscheinend bemerkt. Das finde ich jetzt ein bisschen schade. Gut, das Gute ist, wir sind auf der Autobahn. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich ein paar Absperrungen platzieren. So, die Kollegen haben das schon mal vorbereitet hier. Und er rammt die Kollegen, das heißt, wir dürfen den Beschuss eröffnen. Okay. Leute, er hat unsere Kollegen gerammt. So. Raus. Sofort raus da. Sofort aus der Karre raus. Aus der Karre raus oder der Beschuss wird eröffnet. Es reicht jetzt. Okay, den holen wir. Den holen wir raus. So, du hast unsere Kollegin umgefahren. Wenn du jetzt abhaust, dann schieße ich... Ja, okay. Jetzt ist er kooperativ, ne? Jetzt, wo er gemerkt hat, wir meinen's ernst... Alles klar, der Herr. Ja, gut. Kollege, verhafte du den. Ja, hier sieht man es auch schon wieder. Ich habe leider noch nicht alle Uniformen installiert, weil, wie gesagt, ich musste ja GTA nochmal neu machen. Und da habe ich ein paar Uniformen, wie zum Beispiel jetzt die Highway Patrol Uniform, vergessen, in eine deutsche umzuwandeln. Ja, das passiert eben, wenn man bei GTA die ganzen Sachen neu einfügt. Da es gibt wirklich so viele Sachen, da vergisst man dann noch einige. Gut, der Herr, Sie werden dann jetzt erstmal auch zur Wache begleitet. Kollegen werden sie dann abholen und ins Fahrzeug werden wir dann auch nochmal einen kleinen Blick reinwerfen. So, wir gucken jetzt mal, was wir da in dem Fahrzeug finden können. Haben jetzt erstmal hier alle Türen aufgemacht und da gucken wir da einfach mal rein. So, Kollegin, nimm den Herrn da mit. Ja, der hat einen von uns umgefahren, also... Na, geh mal ein bisschen strenger mit dem um. Gut. So, da gucken wir mal, was wir hier drinnen finden. Ja gut, wir haben jetzt nichts... Interessantes gefunden. Das heißt, ich würde dann der Kollegin auf jeden Fall empfehlen, den Herrn nochmal da in seine Taschen zu gucken. Das Fahrzeug können wir dann jetzt auch erstmal abschleppen lassen. Ja, Abschleppwagen wurde dann jetzt erstmal gerufen. Der Kollege hier wartet dann noch auf den. Und ja, damit hätte sich dieser Einsatz dann auch erstmal erledigt. So Leute, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat diese Folge für heute gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Like da. Wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.